Für den Künstler Vask habe ich ein Musikvideo gedreht. Das Ganze habe ich euch letzte Woche gezeigt. Wie wir das Ganze umgesetzt haben, möchte ich euch diese Woche und nächste Woche in einem kleinen Making-of zeigen. Falls ihr das Musikvideo noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch unbedingt vorher an. Max ist ein langjähriger Kumpel von mir und macht nun schon eine ganze Weile elektronische Musik. Da er für sein Uni-Projekt 6 Monate nach Berlin gezogen ist, haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Und so kam uns die Idee, für sein bevorstehendes Album ein Musikvideo umzusetzen. Also wir sind heute hier, um eine Konzeptidee von mir umzusetzen. Das geht sozusagen, der Vorgedanke zu der ganzen Geschichte war, ein Musikprojekt zu realisieren und irgendwie sich Zeit zu nehmen, um so ein Projekt zum ersten Mal richtig einmal durchzuexerzieren, also so ein ganzes Album zu machen und auch die CDs dazu, das Layout, die Verpackungen und sowas. Und um den Ganzen irgendwie noch mehr, also um auch auf bestimmte Anteile der Musik mehr eingehen zu können, dachte ich mir, dass so eine audiovisuelle Verknüpfung der Sachen gut wäre. Also dass man halt noch ein Video dazu macht, um den Ganzen einfach ein bisschen mehr Kraft zu geben, einfach dadurch, dass es auch mal durch Bilder nochmal unterstützt wird. Max und ich haben uns mehrfach getroffen, um die Idee für das Video zu besprechen und um alle Punkte, die uns wichtig waren, aufzuschreiben. Da für das Album so der Grundgedanke ein Buch war, was ich gerade erst gelesen hatte im Sommer. Es ist von Thoreau, das heißt Walden, wo es halt darum geht, dass einer sich sozusagen aus der Gesellschaft aussteigt für 2 Jahre, sich aber nicht komplett sozusagen der Gesellschaft entzieht, sondern es ihm darum geht, zu zeigen, dass man wesentlich bescheidener leben kann und es einem trotzdem auch besser geht und man auch mehr Zeit für sich hat irgendwie. Und das Video ist sozusagen so ein bisschen das Pendant zu dem Buch, um einfach mal so ein bisschen modernen Einblick darauf irgendwie zu zeigen. Also dass man einfach irgendwie auch sieht, auch jetzt könnte man ganz einfach mit wenig Aufwand und wenig Zeiteinsatz so leben. Im Buch baut er sich eine Holzhütte, um darin angenehm leben zu können. Aber da wir keine Hütte bauen oder mieten konnten, haben wir einfach ein Zelt genommen. Wir haben dann noch zusammengeschrieben, was passieren soll und was der Protagonist zur Tätigkeit machen soll, damit wir einen klassischen Tag nachstellen können. Das wurde von mir alles aufgeschrieben und ich habe dann eine Liste gemacht, um das Ganze dann in einzelne Szenen aufzulösen. Gedreht haben wir wieder mit meiner Sony FS7. Wir haben alles mit 100 Bildern pro Sekunde gedreht, um eben diesen Zeitlupeneffekt zu haben. Ich finde, das macht viel in einem Musikvideo aus und dann eben die Unschärfe, die man durch so eine Kamera bekommt, sieht das Ganze auch sehr gut aus. Objektivseitig habe ich meine beiden Canon-Linsen benutzt, einmal das 24-70 und das 70-200. Wir wollten alle Szenen an einem Tag schaffen und daher war es mir wichtig, mobil und variabel zu sein, um so schnell die Brennweiten ändern zu können. Außerdem habe ich nicht so viele Festbrennweiten und ich wollte nicht extra Objektive ausleihen. Wir haben noch einen Reflektor und ein LED-Panel benutzt, um das Video zu beleuchten. Der Reflektor ist natürlich dafür da, um das ganze Video ein bisschen aufzuhellen und das natürliche Licht ein bisschen mehr zu steuern. Das LED-Panel haben wir dann benutzt, wenn es dann auch eine künstliche Lichtquelle gab, also zum Beispiel die Szene mit dem Zelt oder eben die Szene, wo der Protagonist am Lagerfeuer sitzt. Um den Lagerfeuereffekt zu erreichen, haben wir den Weißabgleich der Kamera auf Tageslicht gestellt und mit einer Folie die Tageslicht zu Kunstlicht konvertiert, damit das Licht sehr orange wird. Und das Flackern haben wir dadurch erreicht, dass wir die Folie schnell bewegt haben und eben den Helligkeitsregler des LED-Panels schnell gedreht haben. Ihr könnt euch das ganze Album ab dem 23.04. kostenlos runterladen. Ich habe euch mal den Link in die Beschreibung gepackt. Also wenn euch das Lied gefällt, ladet doch gerne das gesamte Konzeptalbum herunter. Wie hat euch denn der Blick hinter die Kulissen gefallen? Schaut euch unbedingt das Musikvideo an und nächste Woche kommt dann Teil 2. Und wenn das hier euer erstes Video auf meinem Kanal ist, dann abonniert gerne meinen Cox, denn hier lernt ihr YouTube zu verstehen und dafür richtig gute Videos zu drehen. Und dann sehen wir uns nächste Woche.